Wunderschönen guten Abend, hallo, Tagzahm. Boah, ich hab Bock auf das Album. Hört man mich, hallo? Nee, warte, Musik aus. Kurz, ich muss das gucken hier. Ich lass das nochmal laufen. Ich hab gar keinen Sound von dem Video. Ich hör nichts. Hört ihr was? Und wenn ja, wie mach ich den Sound von dem Video aus? Hä, wie mach ich denn das aus? Tagsam! Hukulu! Sorry, ich muss gucken, wie ich das ausmache. Hallo Schoko, hallo, Moment. Warte mal, OBS-Video stumm schalten. Bin ich doof? Ja, aber wie schaltet man die Quelle stumm? Junge! Boah, ich bin das Schlechteste, ne? Ehrlich. Unos momentos. Ich finde das nicht. Ey, hallo? Das war doch, ich hab doch vorher auch nur Dings gehabt. War ein bisschen laut im Jahr. Egel, alle anderen. Moment, Dankeschön. Gibt's doch nicht. Hallo. Okay, ich lasse das jetzt nochmal spielen. Und ihr sagt mir, ob man das hört, okay? So. Ich hoffe nicht. Okay, boah, Bruder. Hey. Das hast du davon, wenn du Profi-Streamer bist. Das sag ich dir aber. Ist ja lustig. Okay, ist aus. Alles klar, Dankeschön. Hm.
Unos momentos. Ay, 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 ay. So, das hört man aber jetzt. Richtig? Ja, ja, heute ruhiger Stream. Heute auf jeden Fall ruhiger Stream. Mir tut immer noch alles weh. Oh mein Gott. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Hallo. Ich hoffe, ihr hattet zwei wunderschöne Tage ohne mich. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Mir geht's super duper. Lecker schmecker schmackofatz. Ach du Scheiße. Bruder. So. Ja, ruhiger Stream, genau. Jeje. Nope, warum geht's dir nicht gut? Nee, hier voll lahm. Was? Curtis hat es hinbekommen, alles stolz auf ihn. Hausi, du schreibst auf, ne? Du führst ab heute Liste. Nee, klein Zeh gebrochen, mein Bruder aufräumen. Ach du Scheiße, Alter. Die zwei Tage nicht gereicht, Curtis? Für was? Was meinst du? Ach so. Nee. Boah, Bruder, mir hat alles, ehrlich, ohne Witz, mir hat alles wehgetan. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich habe niemals gedacht, dass Lachen so wehtun kann wie an diesem Tag. Ich kam nicht mehr klar. Ehrlich nicht. Immer noch nicht komplett erholt davon. Das war einfach viel zu viel. Ja, es geht mir wieder gut. Gerichtsverhandlung hinter mir. Das freut mich. So. Kölsch, vielen lieben Dank für den Resub. Lasst mich kurz vorlesen, bitte. T-Frosch, danke für den Prime 16. Danach begrüße ich euch nochmal. Alpino, danke für den Resub im 32. Drexy, dankeschön für den Resub im 13. Fabian Lars, dankeschön für den Prime im 7. Hagi, dankeschön für den Prime im 7. Danny Punch, danke für den Prime im 15. Holy Cows, danke für den Resub im 8. Maximax, danke für den Prime Sub im 13. Sven Zielinski, danke für den Resub im 16. Ludi, danke für den Resub im 6. Dr. Bizzle, dankeschön für den Prime im 20. Zag, danke für den Resub im 8. Und Screwaholic, danke für den Resub im 34. Aha. Wie aha. Wie aha, Junge. Apple Joe, danke für den Prime 27. Aloha. Bruder, das heißt aber hier Hokulo oder Zagzam. So nett. Carlo, danke schön für den Prime im 3. Also ich muss sagen, in den letzten Wochen hast du den Abend zum Erlebnis gemacht. Danke dafür. Immer, immer. Immer, immer. Eggel, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zabs. Ich hoffe, die Leute haben sich auch bedankt. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Und danke noch für den Resub im 7. mit Prime. Hab dich lieb, ich dich auch, danke. Thais89, dankeschön für den Resub im 18. Oma, dankeschön für den Gifte-Zap. Und Deadjumper, danke für den Resub im 18. Hallo, gib Kuchen. Boah, Junge, hör auf, bitte. Eieiei. Boah, ich glaube, ich habe mir den Mila-Clip, ich glaube, 20 Mal angeguckt oder so. Ich war sogar danach noch ein bisschen Guild Wars am Spielen, so einfach zum Runterkommen. Und hab mich mal, glaube ich, eine halbe Stunde gemutet und mir permanent diesen Clip angeguckt. Nee, ich kam, ey, bitte nicht, bitte, heute ruhig, bitte. Chillen, einfach nur chillen. Ein bisschen haha, hihi, huhu, aber nicht so. Ey. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mich mein Leben beschwere da für lustige Tage. Bei den ganzen Kreis-RP und so. Nee, aber das hat so weh getan. Ehrlich. Boah, das hat so weh getan. Ich glaube, hätte ich mich den... Welcher Clip? Oh mein Gott, hast du den Clip nicht gesehen? Post mal bitte einer den Clip von Mila. Alter. Mr. Gamers, Dankeschön für den Resub 7. Und Engel, vielen lieben Dank nochmal für 5 Gifted Subs. Insgesamt 10. Dankeschön. Merci. Ich will Kupo, Bruder. Da, gib Kuchen. Ich rede explizit von dem Clip von Mila. Der ganze Tag war lustig, das ist absolut. Der rübsende Hund war übrigens nur ein Ausversehen. Ich glaube, Madjunk hat versucht, vergessen sich zu muten. Und so wie ich mitbekommen habe, wurde, ich glaube, eine Stunde später direkt der Clip eingereicht bei einer gewissen Seite. Damit der auseinandergenommen wird, so. Weil ist der Fail-EP. Mann. Ruhig ist es im Keller, hier wird gelacht. Ja. So. Wen haben wir denn da? Schlappi. Guten Abend. Sven Zielinski, Alpino, LVO Project, Ursas Kusch.
Fetter Gin, Monster Energy, Kölsch, Weezy, Rexy, Swablex, Schattenwolf, Multipass, Oma, Dieter, Shadow Moses, Daynight, Schattenwolf, der Wadim, Tipsen, Jens, Daynight, Monster Energy, Big Cello, Goji, Soap, Kölsch, haben wir No Name, Alpino, guten Abend, alle wunderschönen guten Abend. Ich bin der Obi, bin auch dabei, Sergeant Obi, guten Abend. Hab Psycho Zack, guten Abend, Zack, Fabian Lars. Hausi, hallo, über das Crash-Event wurde ja auch ein Bericht geschrieben. Ja, egal. Megatil, Yoki, 85 Pixel, nein, 75, sorry. Egil ist da, Mikasa, Master King. De Krise, Marvin, Mr. Roland. Reezy hatten wir, The Ricky Toll. Halb gut, moin, so kuschelig, geht's wieder gut? Yeah, ich hoffe, euch auch. Jay? Was? Wenn ich nicht schreibe, bin ich gleich sauer werden. Der Stream läuft auch, wenn ich gleich wieder Mario Kart zocke. Ja, ja, ich habe mit meiner Schwester gemeckert, weil die nur noch vor ihrem komischen Ding da hängt. Und beim Koopa abhängt. Mhm. Ja, ja. Tamasashi, was? Hey Curtis, du kleine Endos, das geht ab. Kannst wieder atmen nach dem Montagstream? Halt die fressige Kuchen, hallo Community. Hallo Seamaster. Lasagnenstrudel werde ich auch vorgelesen. Ja, guten Abend. Alle werden vorgelesen. Tixe verteilt Tinkepäckchen. Ja, Stenzi hat ja vor 3 Tagen mächtig viele Tinkepäckchen eingekauft. Tixe, musst du Stenzi fragen, ob der den Kühlschrankschlüssel, weil er besitzt ihn gerade, rausrückt. Eichenstein, Dan Mac, Alpino, Veluro, guten Abend. Necromorphos, guten Abend. Gib mir Peanut Butter, du kriegst gleich Peanut Smalls, Bruder. Nemi, guten Abend. Wizard, Mr. Pony. Ich glaube, Mr. Pony habe ich schon vorgelesen. Ich glaube, Dan Mac auch, aber trotzdem. Chip. Und Chip, herzlichen Glückwunsch zu Level 80 in Guild Wars. Kelch hatten wir. Connection Lost, guten Abend. Double X, guten Abend. Johnny Black hatten wir auch. Hatten wir. Vadim hatten wir. Captain Germany, Dankeschön für den Prime im 9. Und No Go, danke für den Prime 7. Und Multipass, danke für den Resub im 8. Merci. Stenzi teilt doch safe mit uns, müsste Stenzi fragen. Der hat die letzte Rechnung dafür bezahlt. Ich schwöre echt, irgendeiner klaut ständig Tinkepäckchen im Offstream. Müsst ihr beobachten. Too Strong Deluxe, guten Abend. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe die letzten 2 Tage gechillt, mich erholt und Guild Wars reingesuchtet. Aber des Todes. Eigentlich hatte ich gestern vorabends 1-2 Stündchen mal zu streamen, um euch das mal so zu zeigen. Übrigens keine Werbung oder so. Aber dachte mir, nee, es geht nichts ab, ist nur für mich so, ist nur für mich. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Bruder, ich konnte nicht mehr am Montag, war das der beste Stream aller Zeiten. Der zweitbeste war, wo du und deine Grossy-Leute bei einem Parkplatz mit den Leuten getroffen habt und Jeffrey in deren Lachflash bekommen hat. Ich finde auch, das war der lustigste Stream, den ich je in meinem Leben hatte. Montag. Ich glaube, das hat nichts getoppt, ehrlich nicht. Nicht mal der Lachkreis, den du meintest. Kühlschrank ist offen. Dankeschön, Stenzi. Ich glaube, das war einfach der lustigste Tag in meiner gesamten Stream-Karriere. Also, wenn ich schon aufstehe und mich ins Bett lege, weil ich nicht mehr kann, damit ich mich auslachen kann, so, das bedeutet schon was. Obwohl es gab, wann war das nochmal? Und weswegen war das nochmal? In der Wohnung, wo ich gewohnt habe, musste ich einmal kurz auf den Balkon. Ich brauchte ein bisschen frische Luft. Da war auch lustig. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da war. Bin mir nicht mehr sicher. Heute wieder Action mit Pinseln? Ja, na klar. Wenn Pinsel da ist. Der gute Herr, der leider Halsschmerzen durch seine Stimmveränderung immer. Was ich sehr krass nachvollziehen kann. Aber mir wurden damals so Gesangstabletten oder so, keine Ahnung, wie die genau heißen, empfohlen. Als ich Halsschmerzen von Curtis Stimme bekommen habe. Aber das hat mich trotzdem nicht daran gehindert, ne, zu streamen. Ich habe ja sogar gestreamt, als ich heiser war. Wer ist eigentlich Pinsel? Ist das jemand von der einen Grove Street? Ne, den haben wir auf Unity kennengelernt. Das ist ein neuer Freund. Pinsel stand gestern im Ring, das war wild. Ja, hab schon gehört, ne? Gestern war der Boxkampf bei uns im Park. Hab ich leider nicht mitbekommen, ich war in meiner MMO-Bubble. Ich war nicht mehr mit Curtis da drin, um mir das anzugucken, aber beim nächsten Event werde ich dabei sein, wenn ich davon erfahre. Im EP. Pinsel sagte gestern, er freut sich total auf dich heute, Curtis. Ja, ich freue mich auch auf den und auf Mila. Mila hat richtig Bock wieder.
Die hat vorhin wieder schon so komisch gelacht, als ich gesagt habe, ja, heute Abend EP, ne? Hast du Bock? Was höre ich denn hier überhaupt? Warum höre ich einen Skip? Ich habe aber zu der gesagt, bitte ruhig heute, bitte. Pinsel war mad, weil er ewig bei den Koppers sitzen musste. Da sieht man mal wieder, wie viele geile EPler unter den Zivilisten gibt. Oh ja, das stimmt. Das ist ja eine Welt, die ich auf Unity so mit Curtis nicht mehr erleben kann, ne? Wegen der Story halt und wegen dem Park und so. Aber Peanut war eine gute Entscheidung. War echt eine richtig gute Entscheidung. Macht unheimlich viel Spaß. Ich glaube, das merkt ihr aber auch, wie viel Spaß ich daran habe, ne? Das sind ganz andere Streams. Wie der Peanut die ganze Zeit am Sport machen ist. Den Wallpaper hat übrigens der Aiden gemacht. Extra für mich. Was heißt Wallpaper, ne? Aber das Video. Bald alles Sixpack. Eigentlich versucht Peanut da gerade vor den Koppers wegzurennen, nachdem er bei Burgershot was geklaut hat. Aber irgendwie wartet er eben auf diese komische Frau, die da vorbeiläuft. Honeycake, Dankeschön für den Prime am 22. Wann Curtis? Genix. Curtis dann, wenn ich Bock drauf habe, immer. Ich weiß, dein Dings war ironisch gemeint, aber die Leute gibt es hier halt wirklich. Die sagen, yo, wann kommt Curtis wieder? Denn Curtis ist dead, Mann. Curtis ist 3 Jahre dead. Also Real Talk. Peanut gleich essen Steve. Pausi schreibt auf, das ist gut. Als Steve hast du so derbe viele Möglichkeiten, das macht alles so interessant. Standen wir vor allem, weil ich habe noch nie einen RP-Job gehabt, außer Benny so. Ich war noch nie Taxifahrer oder Medic oder so ein Quatsch. Ein bisschen Cop, damals auf Alternate so. Ich kenne die Welt gar nicht, das ist neu für mich. Das macht auch unheimlich viel Spaß, wenn du so irgendwie so Crime-Sachen erfährst, wie letztes Mal beim Burgerladen. Als Finn dahin kam und meinte, ich stech dich gleich ab zu der Medizinfrau. Darauf zu reagieren und mal wirklich Angst auszuspielen, ne? Zu sagen, ja, das ist mir zu gefährlich, hier wir auch ab. Wann Waffenhändler LP hast du vergessen? Oh, mach, stimmt. Hallo Lukas aus Blog, guten Abend. Und Chris Anthem, guten Abend, Tukulu. Hab ich irgendeinen vergessen? Wer ist dazu gestoßen? Kann das sein, dass der Opa von früher für Unity ist? Ne, der spielt nicht. Das wüsste ich, wenn der Kenners unterwegs wäre. Spielt Gerrit den Wille? Die Stimme hört sich halt gleich an. Nee, das ist nicht Smoker. Soweit ich sehe, ich habe letztes Mal dem Gerrit zugeguckt, spielt der auf oder hat auf Lucky gespielt. Wenn er den Server jetzt noch gibt, ich bin mir nicht sicher. Peanut ist einfach frei, nicht wie Curtis, daher viel unterhaltsamer. Ist auch so. Ich bin jetzt schon wieder am Zittern, Alter. Ich will jetzt schon wieder Trick loslegen. Aber ruhig heute. Hat auch Montag einfach perfekt gepasst, auch mit dem Unfall und so. 2 Tage erholen. Können heute wieder arbeiten gehen. Keine Ahnung, was passiert. Mal gucken. Erstmal fette 30 Sekunden Werbung auf Nacken gegönnt. Ich habe damit nichts zu tun mit der Werbung. Peanut, Twinkie und Pinsel ist einfach lieb und Dreamchen. Schade, dass Jiff gesehen nicht Zeit hat. Das stimmt. Habe ich denen auch vorgestern gesagt. Finde ich schade. Aber vielleicht kommt da demnächst ja noch ein Charakter irgendwo. Vielleicht wird da noch jemand dazustoßen. Obwohl, nee. Also nicht direkt zustoßen, aber es wird jemand auftauchen, der in seiner eigenen Bubble unterwegs ist. Ich will jetzt aber auch nichts spoilern. Seid gespannt. Wie geht's euch hier, Hübschen? Gut, und die Opa Willi? Ja, aber Opa Willi gehört auch dazu, jetzt wo ich den Namen lese, ne? Aber Opa Willi ist eher so der Papa von der Gruppe, der Angst um uns hat und so. Also ich würde sagen, der Willi ist so der Vater von Pinsel, Twinkie und mir. Der sagt doch immer, fahr ganz ruhig und mach ganz ruhig und hey, der Vernünftigste, ja. Du bist immer der uns so in Schach halten will ein bisschen. Und wir brechen immer aus, Mann, wie kleine Kinder. Der ist unser Betreuer. Seamaster, der war der OG bei der Growth, was heute im Jungle und Jeff sagte, darf ich an deinen Achseln lecken zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, von welchem Jeff du redest, kenne ich nicht. Hab ich noch nie gehört, den Namen. Gab noch nie einen Jeff bei der Growth. Kennt man den aus der anderen Bubble? Klar kennt man den. Ruhe. Ich sag gar nichts. Und Bacardi Wee, Dankeschön für den Weezer am 21. Stufe 2. Vielen lieben Dank. Wo bleiben meine Zinni-Minis? Wir essen schon lange keine Zinni-Minis mehr. Hier gibt's jetzt Tinkepäckchen. Was ist das denn für ein Lied, Alter?
Der lachte wie ein kaputter Motor. Das ist ein Schiff, den du meinst. Opa Willi ist auch lieb, er passt immer auf euch auf und will immer das Beste für euch. Sag ich ja. Ach, Tag der Vinci, der Herr, wie hinter denen. Sogar Twitch hat sie in die Minimode geklaut. Wo denn, Oma? Hast du das Konzept für Cody? Wie? Wie das Konzept für Cody? What do you mean? Toxikheim, danke schön für bis zum 7. Zwei Tinkepäckchen und zwei Knutschis. Ich schau mal auf YouTube, ob ich Jeffe finde. Seamaster, ich glaube, du verstehst den Witz daran nicht. Es gibt und gab nie einen Jeff. Gab Cine-Mini-Mob bis jetzt? Ja, hab ich noch nie gesehen. Du lügst. Also kommt Denver, sagst du? Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Aua. Das alles fing an mit Ansichtssache. Heute mal ruhig angehen lassen, hat er gesagt. Ja, ja. Schwöre. Hallo, absolut Fichte. Guten Abend. Sprich dich aus, sie blickt nicht durch. Seamaster fragt den Chat, wer das ist. Und du wirst immer die gleiche Antwort bekommen. Na, guck, was Da Vinci und Dana schreiben. Kennen wir nicht. Ihr wird nicht, die wird nicht. Ach, für den Adventure, den du hast, hieß der nicht Cody? Ja, Cody Bourbon ist das. Du meinst den Waffencharakter. Wenn Denver kommt, dann RIP. Wenn Denver uns noch sich anschließen würde, dann ist der Server vorbei. Jeff Bella, wie kommt ihm auf solche Namen? Keine Ahnung, Surplex. Ich glaube, hier verwechseln mich einige Leute. Ey, Duftkerze und dann ab in eine Permis. Ich hab Bock, Mann. Mr. Harp Psychosack, danke schön für den Restart im 14. Monat. Peak, warum piekst du? Keine Angst, komm her. Oh ja, wenn Denver da ist, dann besorge ich mir schon mal Pampers für Erwachsene, dann ist Bruder. Dann ist Ende. Dann ist sowas von Ende. Was, Goku? Ein was? Ich habe noch so ein handgemaltes Gemälde von so einem Typen, den es nie gab. Hallo Swiss TV, guten Abend. Habt ihr denn Bock auf EP heute oder soll ich was anderes spielen? Soll ich Minecraft oder so zocken? Habt ihr darauf Bock? Oder Peanut? Oder Kreis-EP, mir ist egal. Ja, Pimmes? Zock was anderes? Ach, Jamar, komm. Du bist eh ein Miese, Peter. Dich sehe ich immer. Ich sehe jeden Tag, sehe ich dich im Teamspeak oben mit dem Rentner Carlos. Du, jede zwei Tage zockt ihr irgendwelche anderen komischen Games, wo ihr euch dann wieder aufregt, weil da keine Updates mehr kommen nach 5 Spielstunden. Wo dann wieder gesagt wird, das ist Schmutz, bla bla bla. Lass mich ja in Ruhe, ich bin froh, dass ich Spiele hab. Warum bist du jetzt so? Ja, weil du auch so bist. Du ärgerst immer. Jamar lebt noch, aber Jamar ist so ein richtig... Jamar wird mal später, wenn er ganz alt ist, ich meine, der ist ja schon alt, aber noch älter ist als jetzt, wird Jamar so einer sein, der ist dann so ein Opa mit so einem Gehstock, der wird auf seiner Veranda sitzen und die Kinder anschreien, wenn die auf seinem Rasen laufen. Oder wenn der Ball über den Zaun fliegt, so in den Garten rein, dann wird der rumbrüllen, also so richtig Mr. Wilson. Das wird Jamar sein. Oh, zu meiner Zeit damals, da hat Rockstar 70 Jahre gebraucht, bis die ein Spiel gemacht haben. Und heute haben die Kinder so Kontaktlinsen im Auge, dann sind die da in dem Game drin. So einer wird Jamar. Zu 100.000.000%. Macht er jetzt schon, klar, aber da wird noch extremer. Carlos und Jamar, Waldorf und Stadtler. Hallo Christi. Denno TV, danke schön für den Resub im 22. Und Lord Putzebaum, danke für den Resub im 27. Schon mal in 30 Jahren heute wieder Falschparke aufschreiben, gar keinen Bock. Habt ihr mitbekommen, dass sein Mutter GTA geholfen hat? Nee, Ronny, was denn, wo? Was war das Problem? Unos Problemos. Ach, hallo Pinsel. Warum sind sie noch nicht in der Pommes, Herr Pinsel? Sean Tupper Hardy, Curtis, das geht. Mr. Sean Tupper Hardy. Das klingt aber nach einem coolen Namen, ne? Das wäre was für ein Epi.
Wir wollen Peanut, kommt gleich, Duftkerze first. Ich muss mich da mental drauf vorbereiten. Ach, du bist on deinem Way, ich habe das YouTube-Video gesehen, ja. Ach, Da Vinci, es gibt übrigens einer, der den Content, wofür du die Dings hast, auf TikTok hochlädt, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Mario Kart würde ich gut finden. Nö, dafür müssen wir die andere Switch kaufen, das mache ich nicht, weil die einfach 50.000 Euro kostet. Und da müssen wir nur eine Capture-Card holen. Es geht Christi Kuss auf die Nuss, nix, chill noch und jetzt gleich Pommes. Warte mal, wo hat der Ronny was geschrieben? Das habe ich schon wieder verpasst. Oder hat der noch nichts gesagt? Ja, und der Typ hat 10.000 Dollar kassiert. Ja, ich schicke den Post. Curtis rennt wieder nicht. Oma, das ist viel Geld. Diese Kack-Switch ist überall ausverkauft momentan, wie ich mitbekommen habe. Und 300 Euro dafür, Alter. Der hat die Ladezeiten von 70% gekürzt. Ja, genau. War das so ein Bug-Hunting-Gedöns oder was? Das ist aber mickrig, 10.000 Dollar dafür, dass der die Ladezeiten dabei GTA verkürzt hat im Online-Modus. Einfach klauen. Schön, dass wir den Namen haben. Wie wieder, bin ich da? Siehst du, Jamal kommt schon wieder. Curtis, kauf keine Switch. Ende des Jahres kommt eine neue mit deutlich besseren Stats. Ja, Bruder, das Problem ist aber bei neuen Sachen momentan, bei allem, die sind eine Minute im Shop, nicht mal. 2 Sekunden im Shop und die Dinger sind ausverkauft. Du kommst jetzt nicht mal an eine PlayStation 5 ran. Und von Grafikkarten will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Boah, halt die Fresse, ich will RP. Oha. Pff, extra nicht. Ich habe immer nur Duftkerze an. Lassen Sie mich chillen, der Herr. Hört auf, Sachen zu kaufen, ihr macht mein Leben schwer. Warum, Weezy? Außerdem wäre die Switch ja für jetzt, so für Dienstag, Mittwochs, Schwester-Kusch-Stream, Super Mario, aufregen. Und endlich mal die 4.000 Punkte knacken. Streamer, bitte Guild Wars, habe ewig nicht gespielt und bin total raus, ich weiß gar nichts mehr. Ich kann ja auch nichts erklären, ich bin ein absoluter Lappen. Hätte ich Timmer nicht und Schattenbund und hätte ich die ganzen Leute nicht, mit denen ich zocke, die sich auskennen, würde ich da komplett planlos rumrennen. Und Mikasu. Weil alle wie geistkranke Elektronikkomponenten kaufen und nichts da ist am Weltmarkt. Ist auch so. Guild Wars, dann lieber WoW. Nee, geh weg mit WoW. Guild Wars ist der Shit, Mann. So, wir gehen jetzt in die Pommes. Ich bin gerade schon mal einmal auf dem Server gejoint, wenn man ein Update runterladen musste. Der hat schon direkt gecrashed. So, du hältst die Klappe, DMX. VOD hat Sound. Das hier rüber. Endlich Ruhe. Ja, ihr könnt jetzt schlafen gehen. So, ich connecte. Oma hat was gegen DMX. Ich glaube, die Oma kennt DMX gar nicht. Hallo Dice, guten Abend. Und Topsen, danke schön für Luisa beim 36. 36 Love. Je, 19 ist die Gang. DMX waren das diese Sportschuhe, genau die hinten blinken. Schau mal. Mit Klettverschluss, die du heute immer noch anhast. Mit 40. Was nicht schlimm ist, weil das Drip. Bitte einen ruhigen heute, muss morgen arbeiten, ich versuch's. Aber wenn Pinsel schon auf The Way ins RP ist und Twinkie gleich auch noch kommt, dann ist sowieso wieder Ende. Alter, du bist viel älter als ich, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin 22. Lüge, Jama. Nerv nicht, geh zu deiner Perle. Habt ihr bei Insta geschrieben, hat nur einen Switch abzugeben. Aber Costa Quanta. Teuer, teuer. Benutzername oder Passwort falsch? Ja, na klar. Okay. Boah.
wo ich jetzt 10 Sekunden warten muss, damit ich mich wieder neu einloggen kann. Zockt jemand, wenn jemand von euch Guild Wars zockt, kann er gerne im Dings seinen Game-Tag reinklatschen. Wir haben mit Schattenbund dann eine eigene Gilde, können wir zusammen daddeln, wenn ihr Bock habt. Und Meta-Events machen und so. Oha.